Servus Leute und willkommen zum neuen Video von mir. Heute nehmen wir mal den CLS C216 genauer unter die Lupe, schauen uns an, was der so für Vor- und Nachteile hat oder auch was er für Probleme hat, für wen sich das Auto im Allgemeinen eignet oder wer sich nach dem Video eher sagt, nee, das Auto ist nichts für mich. Schreibt mir gerne auch neue Kaufberatungs-Video-Vorschläge in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit der Kaufberatung an. Allgemeines. Die erste Generation des Mercedes CLS wurde von 2004 bis 2010 gebaut. In dieser Zeitspanne wurden über 170.000 Fahrzeuge produziert und auch ausgeliefert. Er basiert auf der E-Klassenbaureihe 211 und wurde offiziell von Mercedes als viertüriges Coupé benannt. Der offiziellen Definition nach handelt es sich aber trotzdem um eine Limousine wegen der vier Türen. Die Presseabteilung von Mercedes sagte beim Verkaufsstart des CLS, dass es sich hierbei um eine Kombination aus dem stark gefühlvollen Charisma des Coupés sowie dem Komfort und der Praktikabilität einer Limousine handelt. Damit meinen sie ungefähr, dass der CLS sowohl die sportlichen Gene eines Coupés als auch den Komfort und die praktischen Sachen, die eher eine Limousine hat, mitbringt. Der CLS hat eine Länge von knapp 4,9 Metern und eine Breite von ca. 1,9 Metern. Das Leergewicht liegt hier je nach Motor und Ausstattung zwischen 1,7 und 1,9 Tonnen. Ausstattung. Der CLS hebt sich der E-Klasse gegenüber in Sachen Ausstattung deutlich ab und orientiert sich eher in Richtung Oberklasse. Das merkt man vor allem am belederten Armaturenbrett oder den Edelholzzierteilen, die serienmäßig waren. Auch Leichtmetallfelgen gehörten beim CLS zur Serienausstattung dazu. Eine Luftfederung gab es auch serienmäßig, jedoch nur bei 8-Zylindermotoren. Zur Sonderausstattung zählen beim CLS zum Beispiel das DVD- bzw. TV-System, der Abstandsregeltempomat Distronic oder Keyless Go. Oft sind auch noch Dinge wie ein AMG-Paket oder das Harman Kardon Audiosystem verbaut. Ab 2008 gab es dann eine Modellpflege, bei der der CLS einen neuen Kühlergrill, eine neue Frontschürze, LED-Leuchten, neue Außenspiegel und neue Felgen bekam. Auch im Innenraum kamen neue Teile dazu, so kam zum Beispiel ein neues Lenkrad und ein neues Kombi-Instrument dazu. Jedoch finde ich, macht es optisch keinen großen Unterschied, ob mein Modell mit Modellpflege bzw. Facelift oder eins ohne fährt. Motoren. Den CLS gab es grundsätzlich nur mit mindestens 6-Zylinder-Motoren und hierbei hat der schwächste, nämlich der CLS 280, 231 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment. Hierbei handelt es sich um einen 3-Liter V6 Otto-Motor mit Saugrohreinspritzung. Beim CLS gab es nur zwei Dieselmotoren, nämlich einmal den CLS 320 CDI und den CLS 350 CDI, welches im Prinzip eigentlich der gleiche Motor ist, nur ab 2009 wurde er dann einfach 350 CDI genannt, ich weiß nicht warum. Hierbei handelt es sich um den V6 Dieselmotor, der 3 Liter Hubraum hat und 224 PS und 540 Newtonmeter Drehmoment leistet. Für Leute, die den CLS sparsam bewegen möchten, wahrscheinlich hier der beste Motor. Wer jedoch ein bisschen mehr Leistung haben möchte und auch einen besseren Sound, der kann zum CLS 500 greifen. Dieser leistet nämlich mit Facelift 388 PS und 530 Newtonmeter Drehmoment. Hierbei handelt es sich nämlich um den V8 Motor mit 5,5 Liter Hubraum. Diese beschleunigt den Wagen in 5,4 Sekunden auf 100 und verbraucht im Durchschnitt so 12 Liter. Den CLS gab es allgemein nur mit Heckantrieb, also man konnte keine 4MATIC dazu bestellen. Und eigentlich alle Motoren außer der CLS 55 AMG haben das 7-Gang-Tronic-Getriebe. Beim 55 AMG wird hier das 5-Gang-Tronic verwendet. Sie sind alle Motoren, die in der ersten Generation CLS verbaut wurden, grundsolide und an sich auch nicht wirklich problemanfällig. Nur würde ich mir als Anfänger jetzt nicht unbedingt direkt ein Modell mit V8-Motor holen, also kein AMG und kein 500er, da diese vor allem im Unterhalt doch sehr teuer werden können, da man hier auch serienmäßig immer eine Luftfederung verbaut hat und allgemein halt ein V8-Motor deutlich teurer im Unterhalt ist wie ein 6-Zylinder. Probleme. Auch beim CLS C219 muss man ab und zu mit Problemen rechnen. Zu diesen Problemen zählen hier zum Beispiel die SBC-Bremse, die ab und zu kaputt geht. Diese kostet bei Mercedes zur Reparatur 1600 Euro. Sie kann aber auch selbst repariert werden für um die 350 Euro. Außerdem werden bei Modellen mit dem Luftfahrwerk oft die Dämpfer mit der Zeit undicht. Somit würde ich aufgrund des Alters immer eher dazu raten, Modelle ohne Luftfahrwerk zu kaufen. Außerdem weiß ich aus eigener Erfahrung von der 211er E-Klasse, dass die Gelenkstäbe vorne oft erneuert werden müssen. Auch das Command-Navi hat ab und zu Probleme und muss gegebenenfalls ausgetauscht werden. Ansonsten ist das Auto eigentlich relativ grundsolide und auch die Verarbeitung und die Technik im Innenraum sollte eigentlich keine weiteren Probleme machen. Falls ihr noch von weiteren Problemen des CLS C219 wisst, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Preis. Die ersten Modelle fangen hier natürlich schon bei 4.500 Euro an,
Diese haben dann aber meist extrem viele Kilometer oder andere Schäden. Also hier kann man sich eigentlich sicher sein, dass man den Kaufpreis nochmal für Reparaturen etc. ausgeben muss. Wenn man dann aber mal nach vernünftigeren Autos mit bis zu 150.000 Kilometern und allgemein mit gutem Zustand schaut, fangen diese schon schnell bei 9.000 bis 10.000 Euro an. Hier findet man dann auch die gesamte Motorenpalette, also vom 320 CDI bis zum 500er. Man sollte hier also mindestens 10.000 bis 11.000 Euro auf jeden Fall blechen für ein gutes Modell. Die einzige Motorisierung, die sich ein bisschen abhebt von diesem Preis, ist der 55er AMG und der 63er AMG. Die 55er Modelle bekommt man so circa ab 16.000 Euro und die 63er circa ab 19.000 Euro. Ich würde euch hier empfehlen, wenn ihr euch so ein Auto anschaut, dieses auf jeden Fall genau unter die Lupe zu nehmen, da hier auch oft Betrüger am Start sind, die die Tachos zurückdrehen oder ähnliches. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wurdet ein bisschen schlauer, was den CLS C219 angeht. Falls ihr Wünsche zu neuen Kaufberatungen oder Fragen habt, stellt diese mir einfach gerne in den Kommentaren. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne jetzt tun. Über 98% meiner Zuschauer haben den Kanal leider nicht abonniert. Das würde ich gerne ändern. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Euer EA Mechanics.